Der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Leif Ahrens. Sicherreisen beginnt im Reisebüro. Ja, und Ferien sind ja für viele die schönsten Wochen des Jahres. Und die verbringen wir gerne dort, wo Entspannung eben garantiert ist. Zum Beispiel im Club Aldiana. Mich interessiert jetzt, welche Clubs sind denn in diesem Sommer offen? Und wie lernen sich Menschen im Club in diesem Jahr kennen? Wie kommt eigentlich Corona-Summer-Feeling auf im Club? Das sind die Themen in dieser Podcast-Folge. Stefanie Brandes ist Geschäftsführerin von Aldiana und sie kennt alle Antworten rund um den Cluburlaub. Hallo Stefanie. Hallo Live. Stefanie, wie viele Clubs hatten Aldiana eigentlich? Aldiana hat 10 Clubanlagen rund um das Mittelmeer, auf Fuerteventura, auf den Kanaren und in Österreich. Boah, das klingt so richtig schön, als hättest du auch schon Appetit loszureisen. Definitiv. Als Geschäftsführerin bin ich ja sehr häufig bei uns in den Clubs unterwegs und das ist für mich eine ganz, ganz ungewohnte Situation, jetzt die letzten Wochen immer nur im Homeoffice zu sein. Das ist für viele, glaube ich, in der Reisebranche etwas spooky, aber letzten Endes, wenn das schon für die Reiseleute so ist, wie muss das erst für diejenigen sein, die gesagt haben, ich freue mich auf die schönsten Wochen des Jahres. Was hört ihr denn so von euren Gästen? Scharren die schon mit den Hufen und können es gar nicht abwarten, dass es jetzt endlich wieder losgeht? Es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Es gibt Gäste, die sagen, ich kann es gar nicht abwarten. Wann eröffnet ihr endlich eure Clubanlagen wieder? Und es gibt natürlich auf der anderen Seite auch Gäste, die sehr unsicher sind und die sehr viel fragen, weil es natürlich auch erstmal für alle Beteiligten nicht greifbar ist. Was passiert da? Wie sind die Sicherheitsvorkehrungen vor Ort? Und von daher ist Aufklärung gerade eine sehr aktive Art, wie mit der Thematik umgehen. Na klar. Wie ist denn Aldiana durch diese Corona-Zeit bisher durchgekommen? Ja, zunächst einmal möchte ich mich bei allen Touristikern bedanken und echt meinen größten Respekt aussprechen, weil die letzten Wochen und man muss ja auch leider sagen, die letzten Monate waren sehr, sehr außergewöhnlich für uns alle. Und diesen Ausnahmezustand zu meistern, wo viele auf dem Zahnfleisch gehen, wir eingeschlossen, ich eingeschlossen, das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich. Und Aldiana hat natürlich wie alle Beteiligten die Pandemie hart getroffen. Wir hatten gerade unsere Clubanlagen geöffnet, unsere spanischen Clubanlagen. Die Mitarbeiter sind 4 Wochen vorher schon angereist. Erste Gäste waren da und plötzlich war alles großer Shutdown. Wir mussten die Gäste evakuieren. Wir mussten natürlich schauen, als kleiner Reiseveranstalter, wie kriegen wir die Gäste wieder zurück? Mhm. Und das war natürlich für uns ein großer Krafttakt. Das kann ich mir vorstellen. Sind die Clubs denn in der Zeit dann komplett leer gewesen oder waren die Mitarbeiter noch vor Ort? Teils, teils. Also wir hatten teilweise Kollegen noch, die vor Ort geblieben sind. Andere sind fast komplett leer. Auf der anderen Seite muss man sich vorstellen, so einen Club kann man nie ganz alleine lassen, weil natürlich dann auch der Gärtner, die Techniker, das ist so die Basisarbeit, die auch immer über den Winter vollzogen werden muss. Die muss natürlich auch gemacht werden jetzt in einer Schließungsphase. Das heißt, die harte Crew haben wir weiterhin vor Ort. Der Rest ist nach Deutschland zurückgeflogen. Also im Grunde genommen, dann fliegen nahezu alle gemeinsam wieder hin. Sowohl die Gäste als auch dann diejenigen, die sich drum kümmern, diese guten Geister, die haben halt einfach diese Entspannung möglich machen. Korrekt, genau. Welche Clubs haben denn derzeit schon offen? Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir mit dem 29. Mai den Aldiana Club Salzkammergut in Österreich schon öffnen konnten. Mhm. Deutsche Gäste dürfen ja erst ab dem 15. Juni anreisen, aber österreichische Gäste dürfen ja schon ab dem 29. Mai vor Ort sein. Und wir haben wirklich mit dem ersten Tag den Club aufgeschlossen, was Super. Uns sehr glücklich macht, weil es geht wieder nach vorne. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Zeichen für die Branche, aber auch für die eigenen Mitarbeiter, dass es wieder vorwärts geht. Und dieser Club ist jetzt schon geöffnet. Die anderen beiden Österreicher folgen jetzt gleich am 19. Juni und am 20. Juni. Das ist der Aldiana Ampfelwang und der Aldiana Club Hochkönig. Wow. Und dann so rund ums Mittelmeer, das geht dann auch irgendwann peu à peu los? Richtig, peu à peu los. Wir haben natürlich wie alle anderen Kollegen auch in der Touristik auf die Informationen des Auswärtigen Amtes gewartet und haben natürlich mit Spannung jetzt auch die Informationen aufgenommen, dass wir nach dem 15. Juni wieder loslegen können. Das ist allerdings alles nicht so einfach möglich. Man schließt ja nicht über Nacht einen Club auf oder über Nacht fliegen die Flugzeuge wieder. Ja, das heißt, man hat ein bisschen Vorlaufzeit. Und wir können jetzt verkünden, dass wir den Aldiana Club Fuerteventura am 4. Juli eröffnen und schon einen Tag vorher den Aldiana Club Kreta und den Aldiana Club Andalusien. Die machen nämlich schon am 3. Juli ihre Toren wieder auf und da freuen wir uns sehr. Das haben wir heute gerade kommuniziert, also ist ganz, ganz frisch
Und von daher ist jetzt wirklich Aufbruchsstimmung bei uns und es geht wieder vorwärts. Also es kann losgehen. Jetzt ist Cluburlaub ja ausgelegt auf den Kontakt mit anderen Menschen. Ich will Menschen kennenlernen, ich will mit Menschen genießen, ich will mit Menschen feiern. Wie geht das denn jetzt in dieser Corona-Zeit? Ja, natürlich kann man auch künftig Kontakt mit anderen Gästen haben, aber immer unter Beachtung von den Sicherheits- und auch Hygieneregeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich ist das eine Umstellung für alle, aber wir wären nicht Aliana, wenn wir nicht einfach auch flexibel sind und da alles möglich machen, was geht. Aber ich muss auch ganz deutlich sagen, oberste Priorität hat bei uns, dass das Infektionsrisiko so gering als möglich gehalten wird und dass wir natürlich auch allen Vorgaben folgen. Aber hier sage ich auch, man kann auch ein bisschen verrückt sein und das bietet einfach Cluburlaub. Das heißt, wir sehen da durchaus auch in der einen oder anderen Situation eine Chance, Dinge zu verändern und so das Club-Feeling für unsere Gäste aufrechtzuerhalten. Das ist ja das Spannende, dass die Menschen so unglaublich kreativ sind. Also im ersten Moment waren wir, glaube ich, alle total paralysiert, wussten nicht mehr, was ist jetzt, wie geht's weiter? Und dann auf einmal kommen ja die Ideen. Sind das auch Ideen, die von euren Mitarbeitern in den Clubs kommen, wo die dann sagen, hör mal, wir könnten hier, wir könnten da, wir könnten dort? Definitiv. Also so ungewöhnlich es auch klingt, ich sehe in Corona auch durchaus eine Chance für das Produkt und hier auch, wie ich gerade sagte, ein bisschen verrückter zu sein. Wir haben zum Beispiel im Entertainment-Programm einen Maskenball eingebaut, weil wir haben ja einmal in der Woche einen Galaabend und wenn man jetzt mal Venedig vor Augen hat mit den Maskenbällen, wo wir gesagt haben, warum nicht einfach einen Maskenball auch in das Entertainment-Programm einbauen. Oder in Österreich haben wir das Entertainment-Programm nach draußen verlagert beispielsweise. Auch im Gourmet-Bereich gibt es wirklich tolle, tolle Möglichkeiten, hier aktiv zu werden, auch ohne die Umwelt zu vernachlässigen. Jeder von uns kennt das. In den letzten Wochen wurde auch sehr viel Essen to go bestellt, viel Plastik produziert. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, trotzdem, trotz der Vorgaben und der kleinen Portionen zu versuchen, Plastik auch zu vermeiden. Das heißt, aus den Clubs kam die Idee, kleine Gläschen zu kaufen und hier beispielsweise den Joghurt und das Müsli abzufüllen in Ein-Mann-Portionen, sodass wir natürlich nicht mehr die großen Schüsseln am Buffet anbieten, der Gast sich einfach die kleinen Gläser nehmen kann, aber wir trotzdem beispielsweise auf Joghurtbecher verzichten dadurch, weil wir einfach sagen, wir müssen halt schauen, wie kann man das eine mit dem anderen, nämlich auch mit der Nachhaltigkeit, in den Einklang bringen. Das finde ich ein Hammer. Hättet ihr euch darüber Gedanken gemacht oder hätte euch jemand gefragt vor 6, 7, 8, 9, 10 Wochen, hätte er gesagt, ja, das schreiben wir mal auf die Liste. Und jetzt auf einmal aus dieser Kreativität kommt es und man findet fast schon einfache Lösungen. Also Joghurt jetzt in kleine Gläschen abzufüllen, ist kein Geniestreich, aber man muss es halt machen. Das ist das Kunststück daran. Also grundsätzlich haben wir bei Aliana plastikfrei. Das bedeutet, dass wir natürlich auch überall Wasserspender haben. Jeder Gast bekommt bei uns bei Check-in seine eigene Flasche, die man auch so vom Sport kennt, sodass man sich an den unterschiedlichen Stationen das Wasser abfüllen kann. Das haben wir letztes Jahr in den ersten Clubs eingeführt und das rollen wir jetzt auch sukzessive in andere Clubs aus. Deswegen das Thema plastikfrei ist bei uns schon in der Hotellerie definitiv angekommen. Und durch die großen Schüsseln und alles hatten wir sowieso die Plastikbecher nicht mehr. Aber jetzt vor dem Hintergrund der Corona-Vorgaben, dass wir die Kontaktpunkte am Buffet reduzieren müssen, ist leicht, wieder auf den alten Joghurtbecher zurückzugehen. Mhm. Und da haben wir gesagt, nein, das wollen wir nicht und haben hier die Möglichkeit der kleinen Gläschen gefunden. Jetzt muss ich ja nur irgendwann, wenn ich die vielen kleinen Gläschen zu mir genommen habe, auch sehen, dass ich nicht zu voluminös wieder nach Hause fahre. Deswegen habt ihr ja mega Sportprogramm. Als ich das letzte Mal in einem Aliana-Club war, habe ich es geliebt zu spinnen. Also Spinning-Kurse zu machen, meine ich. Mhm. Wie geht denn das jetzt? Was ändert denn sich in der Hinsicht, was so Sport angeht bei einem Aufenthalt im Aliana-Club? Wenn wir jetzt zum Beispiel Österreich nehmen, da sind aktuell die Vorgaben, dass 9 Gäste plus ein Trainer an einem Sportkurs teilnehmen kann. Das ist möglich, natürlich auch mit einem größeren Sicherheitsabstand und das gewähren wir. Wir sind aber auch jetzt hier beispielsweise bei dem guten Wetter in Österreich schon mit den Gästen nach draußen gegangen, haben gesagt, so an die frische Luft ist sowieso viel besser. Das heißt also, da machen die Gäste unwahrscheinlich toll mit. Wir haben jetzt die ersten Tage und Wochen gehabt, wo wir es einfach auch ausprobieren konnten mit den Gästen. Und die Resonanz ist wirklich sehr, sehr gut. Für die Beachclubs, also für die Strandclubs, können wir verkünden, dass wir die Sportprogramme weitestgehend so durchführen können. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass vielleicht die Pausen dazwischen größer sind, weil die Geräte
nachhaltig nochmals desinfiziert werden müssen und dass natürlich auch geguckt wird, ist der Mindestabstand unter den Gästen auch einzuhalten. Aber unter diesen Voraussetzungen, ja, kann man den Kalorien den Kampf ansagen. Sehr schön zu hören. Sag mal, wie kommt aber denn so grundsätzlich Cluburlaub-Feeling bei euch auf und auch bei den Urlaubern? Was habt ihr da für Ideen? Ja, grundsätzlich, wie ich gerade schon gesagt habe, Club-Feeling ist ja, dass ich unter Menschen komme, dass ich Menschen treffe. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund der Abstandsregelung etwas schwierig. Also müssen wir natürlich schauen, wie kann man kreativer sein. Das eine, was ich gerade erwähnt habe, ist der Maskenball beispielsweise, wo wir agieren können. Das andere ist natürlich, dass wir sehr viel mehr im Bereich Live-Musik anbieten, Chill-Out-Areas und entsprechend auch gucken, dass wir hier den Gästen Möglichkeiten bieten, auch wirklich Musik zu lauschen, guten Saxophonisten mal zuzuhören und wirklich beim guten, vielleicht Aperol Spritz, guten Weißwein, den Abend dann ausklingen lassen. Sehr schön. Also eure Sommersaison kann kommen. Mit wie vielen Gästen rechnet ihr denn? Ja, das ist ehrlich gesagt eine sehr gute Frage. Wenn ich das wüsste, würde ich genau Lotto spielen. Nein, es ist sicherlich sehr schwierig, für dieses Jahr eine Prognose abzugeben. Wobei mich jetzt persönlich die Buchungslage in Österreich sehr, sehr positiv stimmt. Wir haben geöffnet im Salzkammergut und mit dem Eröffnungstag sind bei uns die Buchungen nur so reingerauscht. Wir hatten letztes Wochenende erstmals 300 Gäste. Da waren wir ein bisschen aufgeregt, ob das alles so passt mit den ganzen Abstandsregelungen und mit dem Essen und so weiter. Das hat wunderbar geklappt. Und von daher merken wir jetzt, wenn wir kommunizieren, dass dann und dann ein Club eröffnet, entsprechend auch die Buchungslage sich nachhaltig verbessert. Aber natürlich gibt es auch Gäste, die sagen, nee, das ist dieses Jahr nichts für mich. Und entsprechend sind wir hier in dem Dialog mit den Gästen, um Buchungsmöglichkeiten anzubieten. Aber die Gäste gab es ja vorher auch. Die einen sagen, ich liebe Cluburlaub, die anderen sagen, nee, ist nicht so meins, das wird sich wahrscheinlich jetzt auch verändern. Vielleicht kommen auch manche aber jetzt gerade, weil sie wissen, es ist halt so ein geschützter Raum. Also ihr habt ja das Gelände und wenn ich mich da drauf vergnüge, dann bin ich ja da in einer sicheren Umgebung. Wo könnte ich denn meine Sommerferien verbringen bei euch? Ja, du kannst zum einen in Österreich natürlich jetzt sofort beginnen. Hier haben wir ganz attraktive Angebote, ein Einstiegsangebot für Österreich, das noch hier im Juni gilt für 89 Euro pro Person, entweder mit Halbpension plus oder sogar im Ampelwagen mit Vollpension, den ich im Übrigen sehr empfehlen kann, weil ich bin Reiterin und da im Wald auszureiten im Sommer ist richtig klasse. Aber auch, wie gesagt, Fuerteventura, Andalusien oder auch Kreta, was so meine kleine Schmuckschatulle ist. Das darf ich zwar nie so richtig laut sagen, aber das ist so ein kleiner, süßer Club mit 170 Zimmern, so kompakt und da auch in die Umgebung zu gehen, mal in einer kleinen Taverne abends zu sitzen, das ist wirklich traumhaft schön und das kann ich sehr empfehlen. Ich merke schon, es geht so richtig los. Du hast mir jetzt meine letzte Frage schon vorweggenommen, welches dein Lieblingsclub ist. Ich habe es gehört, kleine Taverne ist was für dich, ganz genauso aber auch wie das, wo die Pferde im Stall stehen und man ein bisschen reiten kann. Ja, wobei ich muss ja immer ganz aufpassen, weil wenn ich als Geschäftsführung sage, was ist mein Lieblingsclub, dann heißt vielleicht, warum hast du was zu dem gesagt und nicht zu dem anderen? Deswegen muss ich natürlich da immer sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, aber mein Herz schlägt schon für die Reiterei, deswegen ist der Ampelwagen schon ganz vorne mit dabei. Ja, und wenn es ums Golfen geht, ich habe jetzt gerade meine Platzreife gemacht, darf ich natürlich auch den Andalusien nicht vergessen. Sehr schön. Also ich merke schon, du genießt Urlaub in vollen Zügen. Stefanie, vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für alles, was ihr getan habt, damit wir Gäste wieder in eure Clubs kommen können. Sehr gerne. Herzlichen Dank. Menschen treffen, Reisen unternehmen, das gehört seit Menschengedenken zum Leben einfach dazu. Und natürlich auch auf Cluburlaub wollen viele nicht verzichten, ist ja ganz klar. Damit du auf dem Laufenden bleibst, wo es hingehen kann, in welche Clubs zum Beispiel, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Die sind für den Podcast, aber die sind auch für die Lufthansa City Center Profis. Denn denk jetzt an dein Reisebüro, da sitzt dein persönlicher Berater, da ist immer jemand für dich da, auch jetzt in dieser Phase, wo es wieder losgeht. Und es ist an uns allen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft mit Sicherheit von Profis beraten werden und dann von Profis betreut werden im Urlaub. Also, bis zur nächsten Folge vom Sicher Reisen Podcast.